willkommen hier auf meinem Kanal SSZ. Ich bin der Sascha und wir sind hier am 31. Spieltag in Gladbach. Und wenn ich an Gladbach denke, denke ich natürlich immer an rassige Partien, vor allen Dingen in der Vergangenheit. Die schönste Serie war natürlich die 13 Spiele am Stück, wo wir nicht verloren haben. Mit dem unglücklichen Ende natürlich in der Relegation, wie wir alle wissen. Und ich denke heute auf jeden Fall, dass wir gewinnen werden. Das ist mein Tipp, 2:1. Und was die Statistik angeht, auf jeden Fall, wir haben 33 Spiele in Gladbach gehabt. 19 Mal haben wir verloren, 8 unentschieden und 6 Mal gewonnen. In dem Sinne, gehen wir mal rein für den Verein und hoffen wir mal auf 3 Punkte heute. Auf geht's! Oh!
unglaublich, ey. Freunde, was haben wir in der Saison alles jetzt schon liegen lassen? Also, es ist ehrlich ein Drama. Es ist ein Drama. Und wenn ich heute sehe, ja, ersten 20, 25 Minuten, das war ja schon in Ordnung gewesen, muss man sagen, ja. Aber nach vorne, keine Chancen, keine spielerischen Möglichkeiten, mal in die Box zu kommen, da von Gladbach. Eine Chance, glaube ich, hatten wir irgendwie gefühlt. Und dann kriegst du den Nackenschlag dann wieder dann kurz vor der 40. Minute dann mit 1-0. Also, weiß ich nicht, wie einfach wir da die Gegner da jedes Mal einladen, ja. Und wie wir auch nicht mehr so homogen funktionieren, finde ich, als Team. Und dann zur zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser, gerade auch durch die Auswechslung der beiden Außen. Aber letztendlich spielerisch genau das gleiche Schema wieder. Aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, uns fällt spielerisch, offensiv überhaupt gar nichts mehr ein. Und das auch seit Wochen. Und ja, wenn sich das nicht ändert, dann sehe ich ganz schwarze Zeiten auf uns zukommen, dann sehe ich ganz einfach die zweite Liga, das ist einfach so. Und das ist jetzt nicht wieder so ein wöchentlicher, so ein wöchentliches Update, muss ich sagen, das ist einfach Realität. Das sieht man ja auch ganz klar. Wodurch kamen die Chancen wieder? Aus den Standards, aus den Freistößen, aus den Einwürfen wieder von Jimmy. Und das war's. Mehr kam da nicht wieder bei raus. Und aber spielerisch irgendwie, dass du mal nach vorne irgendwie den Ball spielst, außen. Ja, okay, Asano hat der Trainer ja selber schon mal wieder aus der Linie genommen. Der hat ja im Zentrum gespielt. Vergebene Liebesmühe.
Zoller wieder mal zum dutzenden Male auf Rechtsaußen. Hat auch wieder funktioniert, muss ich sagen. Ja, ich meine, gut, ja, der Trainer muss mit dem auskommen, was er hat. Da sind wir uns einig. Aber ich kann nicht auf Biegen brechen hoffen, dass es einfach funktioniert, der im 20. Anlauf. Es funktioniert dann nicht mit... Ah, meine Güte, ey. Meine Güte, also. Nee, wir gehen jetzt himmelhoch jauchzen, denke ich mal, ab nach unten. Weil die Mannschaft ja selber merkt, der Trainer, ja, stellt auch nur noch dieselben auf. Es wird doch nicht wirklich irgendwie mal jetzt so... Wie willst du denn auch den Konkurrenzkampf in der Mannschaft schüren, wenn am Ende des Tages doch nur immer die gleichen dann da spielen? Und auch immer auch die gleichen Fehler dann wieder passieren? Nee. Nee. Ist mir unerklärlich im Moment. Ist mir unerklärlich. Für diesen Abstiegskampf und auch wenn du so siehst, ja, es ist auch gar nicht so schwer, einfach da die Punkte zu holen. Gegen welche Mannschaften wir gespielt haben und welche Fehler uns passiert sind, das ist so fahrlässig, ja. Also ich sage jetzt nicht, dass wir super geil spielen da teilweise, aber du kannst schon längst 6, 9 Punkte mehr auf dem Konto haben. Das ist Fakt, ey, das ist Fakt. Mit den Mitteln, die du eigentlich hättest und die du theoretisch auf den Platz bringen könntest, musst du einfach mehr Punkte schon auf dem Konto haben. Haben wir nicht, die Situation ist jetzt so. Und von daher, ja gut, das mit der eigenen Hand, das hat sich ja auch jetzt erledigt. Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand, auch wenn ich da jetzt woanders wieder gehört habe, wir haben es noch in der eigenen Hand, da frage ich mich jetzt selber, wo. Wir spielen allein schon Tordifferenz, ist schon katastrophal. Dann lass uns doch alle 3 Spiele jetzt zuletzt dann noch gewinnen. Dann gewinnen die anderen genauso die 3 Spiele. Und wenn die ersten jetzt anfangen zu lachen, ja, das wird eh nicht passieren, dann frage ich mich, warum verliert denn Frankfurt in Hoffenheim mit 3-0 zur Halbzeit, liegen sie schon zurück. Warum verliert denn Union Berlin in Augsburg, wo sie Ambitionen haben, um nächstes Jahr in der Champions League zu spielen? Freunde, das wird so kommen. Da können wir 3 Spiele gewinnen, die anderen gewinnen dann auch und dann bist du trotzdem 17. Das hat sich jetzt erstmal erledigt mit der eigenen Hand. Das Schlüsselspiel ist jetzt ganz einfach nächste Woche gegen Augsburg. Und das wird ein ganz schwere Ding, ganz harte Dinge. Lassen ist vollkommen ganz egal, wie die jetzt gegen Berlin gespielt haben. Aber Augsburg ist ein ganz anderes Kaliber, ganz andere Mannschaft. Die haben einen ganz anderen homogenen Zusammenhalt. Die werden uns schon ordentlich zusetzen. Da gebe ich jetzt Brief und Siegel drauf. Dass wir das Spiel in Augsburg in der Hinrunde gewonnen haben, da muss ich auch noch sagen, das ist für mich auch noch ein Wunder gewesen, muss ich sagen. Unexpected Punkte und ja, es wird gnadenlos jetzt hinauslaufen. Entweder kriegen die 11, die da auf dem Platz stehen, jetzt für den VfL in den blau-weißen Farben mal die Kurve und werden uns die Punkte jetzt einbringen, dass wir die Klasse halten, oder das geht so runter, ne, gnadenlos. Das ist ja fast ähnlich schon wie 2010. Dieser homogene Zusammenhalt bei uns, der stimmt einfach irgendwas nicht mehr. Irgendwas ist jetzt in den letzten 3, 4 Wochen passiert irgendwie innerhalb der Mannschaft. Ich kann dir nicht erklären, ich bin ja nicht dran, aber das siehst du auf dem Platz, das siehst du auf dem Platz. Und ja, dementsprechend, ich lass mich mal überraschen. Der Letzte, der jetzt noch die Entscheidung da treffen kann, ist der Trainer. Und der muss sich auch verdammt gut was einfallen lassen jetzt, um deine Mannschaft auf den Platz zu bringen, dass wir die 10 Punkte einfahren. Weil, ja. Als wenn, ich hoffe das Beste. Die Unterstützung ist da, denke ich mal. Die letzten 2 Spiele werden dann wahrscheinlich sowieso ausverkauft sein. In Berlin, glaube ich, was ich da überblickt habe, werden wahrscheinlich auch gute 8.000 vor Ort sein. Was willst du mehr? Die Mannschaft hat den Rückhalt. Jetzt nach der Niederlage gegen Gladbach genauso. Da hast du wenige gesehen, okay, die natürlich frustriert enttäuscht waren. Aber die stehen nach wie vor hinter der Mannschaft, weil punktemäßig können wir es ja noch theoretisch schaffen. Es ist nur ein Sieg, dann bist du wieder 13., 14., 15. Das wird sich jetzt jede Woche auch ändern noch, wahrscheinlich bis zum Ende. Wenn wir die Punkte einfahren, wenn wir die Leistung auf den Platz nochmal bringen sollen. Ansonsten, wie gesagt, wird Rahmen schwarz. Freunde,
Ja, danke schön auf jeden Fall von meiner Seite auf jeden Fall nochmal für die 500 Abonnenten. Wahnsinn, vielen Danke, dass ihr reinschaut und mich so unterstützt. Ja, die Mannschaft im Moment, die macht uns nicht viel Freude. Trotz allem hoffe ich natürlich auf Bundesliga im nächsten Jahr auch weiterhin. Und lasst doch gerne noch ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns dann auf jeden Fall nächste Woche, Samstag dann wieder. Wenn es heißt Bochum gegen Augsburg. Und ja, ich hoffe, dass ihr trotzdem ein schönes Wochenende habt im Kreise eurer Lieben. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart und dann bis zur nächsten Woche. Grüße gehen raus an alle und bis bald dann. Ciao, ciao. Das manchmal hier sehe, was wir für schwache Fußballer haben. Woran liegt das denn? Warum? Weil sie sich keine Mühe geben, mein Gott nochmal. Das ist das doch hier. Ne? Da sind zwei, drei dabei, die können das. Alle anderen können nicht. Ne? Da kannst du jede zehnte Flanke, die kannst du gebrauchen. Ende. Ne? Jeden zehnten Flankenball. Ne? Da und jetzt.